Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic 2015. Jetzt müssen wir Chandala erkunden, nachdem wir es hier mit den Wächtern der Katakomben geschafft haben und Zendika freigeschaltet haben. Brauchen wir noch mehr Karten. Verbesserung geht immer. Verbesserung geht immer. Dein planloses Herumschreifen hat dich mitten in ein Nest von Monstern geführt. Oh, das ist schon mal gut. Hinter der Bestien, Oh Gott, ich kann nicht spielen. Vom Mana her wäre es so eine gute Hand, aber... Okay, ich habe eine Hellsichtkarte. Dann behalte ich es mal. Eine Insel fehlt mir. Sonst kann ich gar nichts spielen. Außer das. Na, da haben wir doch was. Bestien sind starke Kreaturen, das ist schwierig. Der Wolf des Waldes, für jede andere Kreatur namens Wolf des Waldes. Okay. Also wenn es davon mehrere auf dem Feld gibt, werden die alle stärker. Gut zu wissen. Das Ende deiner Reise, kleiner Wolf. Geh bitte wieder auf die Hand zurück. Seismischer Schlag. Kann ich, sogar nutzen, um den nächsten Wolf zu vernichten. Falls noch einer kommt. Schauen wir mal. Ja. Noch einmal der Wolf. Und jetzt können wir ihn endgültig vernichten. Schwupp. Und schon kann mein Vampir wieder durch. Mit seiner mächtigen 4-3. Trotzdem hätte ich jetzt gerne ein blaues Mana. Geht was? Okay. Tja. Den kriege ich nicht mit Ende der Reise weg. Damit würde ich ihn wegbekommen. Aber wahrscheinlich negieren sich jetzt die Kreaturen. Heißt, der wird den blocken. Tja, und jetzt habe ich ein Problem. Mir fehlt das Mana, um irgendwas zu machen. Schon wieder blaues Mana. Ich glaube, ich muss das blaue Mana erhöhen. Das stört mich jetzt nicht, diese Bestie. Ah, schaut euch das an. Ich habe keinen Bedarf, die 4-2 loszuwerden. Ich habe den Groll. Lieber soll er mehr ausspielen. Will ich das? Nee, ich glaube, der ist mir jetzt zu heftig. Ich glaube, das Deck ist sehr kreaturenlastig, deswegen kann ich das nutzen. Ich muss sehen. Unter die Dinge. Ich brauche Länder. Oder nützliche Karten. Okay. Den konnte ich leider nicht countern. 5 Schaden. In your face. Der wäre eine Option. Na komm.
Achso, wirkt noch nicht. Muss erst ins Spiel kommen. Du gehst wieder auf die Hand zurück. Will ich die haben? Nein. Einen direkten Removal habe ich ja. Beziehungsweise ein Removal, der fluchsicher los wird. Das kriegt ja kein fluchsicher weg. Und das ist schon mal was. Ich warte geduldig ab. Die 3 Schaden nehme ich in Kauf. Möchte ich den im Spiel haben? Nein. Gut, den hätte ich jetzt auch nicht im Spiel haben wollen, aber der ist jetzt nicht so schlimm wie der. Ich bin weiterhin geduldig. Komm, spiel irgendwas Großes. Mist. Jetzt hat meine Geduld versagt. Dadurch habe ich verloren. Der konnte den buffen, ohne dass ich was machen konnte. Und jetzt bringt der Groll auch nichts mehr. Ah, Mist, ich hätte erst auf. Ja. Das Duell ist verloren. Okay. Können wir gleich. Neu starten. Satz mit X, das war wohl nix. Es hat mir ewig lang blaues Mana gefehlt. Diesmal haben wir blaues Mana. Okay. Aber diesmal fange ich als Zweiter an. Nein! In Hearthstone ist es als Zweiter anzufangen ein großer Vorteil. In diesem Spiel finde ich es der Erste. Ach, jetzt habe ich das falsche Mana gelegt. Oh. Ich wollte doch das... Das hat aber das gehighlightet. Nein, das fängt an, als würde ich hier... Ich werde vernichtet. 1, 2 werde ich niedergetrampelt. Das Blöde ist, jetzt brauche ich wieder meinen Removal. Du bist eine gute Karte. Mit dir kann man arbeiten, auch wenn er die schwachen Jagen hat. Keine Bestien im Spiel. Gut. Ernsthaft? Jetzt kriege ich wohl die ganzen Elektromagier. Aber zumindest müsste es die beiden aufhalten. Er greift wahrscheinlich nur mit der 2-3 an. Dann gehe ich davon aus, dass er irgendeinen Buff hat. Nein? Okay. Nehme ich in Kauf. Stachelbarlord. 4-2 Trample. Die kann er jetzt buffen. Ich spiele dich aus, weil dann kann ich das spielen und das.
Stärkt er jetzt noch mehr die Bestie? Nein, den Käfer. Okay. Ah, macht Sinn. Jetzt haut er alles raus. Okay, jetzt hat er aber auch nichts mehr. Ist ein schwacher Trost, ich weiß, aber... Okay, ich kann nichts machen. Ich muss alles durchlassen. Ein Block wäre... Tja, auch dieses Duell ist absolut nach hinten gegangen. Keine Chance. Duell neu starten. Diesmal haben die Removal gefehlt. Beim letzten Mal hatte ich jede Menge Removal, da hat das Mana gefehlt. Jetzt fehlt mir das Mana. Das ist ein guter Mix. Diesmal geht's. Und diesmal werde ich auch das richtige Land zuerst legen. Okay, er spielt den Käfer. Leider fängt er auch an. Nein, er fängt nicht an. Aber es reicht ja schon, als Zweiter anzufangen. Schauen wir mal, ob er mit dem Käfer angreift. Leider nein. Rose heißt leider. Ist okay. Diesmal habe ich genügend Länder, deswegen kann es beruhigend unter die Bibliothek gehen. Was machst du jetzt? Eine 2-2, die er opfern kann. Aber wahrscheinlich nicht opfern wird. Yes! Jetzt hat er sie doch geopfert. Aber meine Kreatur wird dadurch stärker. Das Problem ist, er hat auch 3-3-Kreaturen mit Fluch sicher. Wenn er die als nächstes ausspielt, dann... Ja, dann kann der Vampir nix. Okay, der Käfer allein bringt nichts. Okay, die zusammen schon eher. Ich habe leider kein weiteres Land. Keine weiteren Removals. Die Karte muss angreifen. Wird doppelt geblockt. Dafür kriege ich den Fürsprecher der Bestie tot. Schwierig, schwierig. Na, jetzt habe ich Länder. Das ist jedes Duell ein anderes Problem. Entweder mir fehlen die Länder, entweder mir fehlen die Removals, oder jetzt kriege ich nur Länder. Eieieiei. Wunderbar. Die Bestie wird stärker. Eine 4-4. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich die losbekommen könnte. Überrennen!
16 Schaden. Die haben leider alle Trample, also wenn ich was dagegen halte, dann sind es bloß 2 Schaden und ich verliere was. Das bringt also nichts, irgendwas zu blocken. Ich bin auf 1. Keiner Trample. Das ist eine Möglichkeit. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Selbst wenn ich mit allen Blocken jetzt werde, kann ich niemals verhindern, dass er mich besiegt. Ich kann es bloß um einen Zug verzögern. Deswegen, geh mal auf. Gegen die Bestie brauchen ein anderes Deck. 3-mal hintereinander miese Handkarten gehabt. Ah, das Blau-Rote muss ich vielleicht auch ein bisschen überarbeiten. Aber egal, jetzt da ich es weggeklickt habe, werden wir nicht mehr nochmal gegen die Bestie kämpfen. Das ist blöd, dass man, glaube ich, nicht das Deck während des Duells da tauschen kann. Also, wenn man nochmal versuchen will. Nein, da muss man immer wieder zurück. Aber egal. Na gut, dann versuchen wir uns beim nächsten Mal gegen einen anderen Gegner und ich werde mir ein neues Deck überlegen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.